Heute sprechen wir über das Thema Schimmel. Ja, Schimmel ist eine unschöne Angelegenheit. Unschön sowohl optisch als natürlich auch gesundheitlich. Das kann sehr unangenehme Folgen, Atemwegserkrankungen auslösen. Also von daher, ist ein Thema, müssen wir drüber sprechen. Nach dem Intro geht's los. Herzlich willkommen beim Irgendwas mit Immobilien Podcast. Dein Podcast zum Thema Immobilien und Investments. Ich hoffe, in der heutigen Folge erhältst du neue Sichtweisen und auch Denkanstöße. Also hör auch jetzt rein. Viel Spaß. Schimmel. Ja, das ist echt ein eigentlich gar nicht so komplexes Thema. Es kann sehr unangenehme Folgen haben, aber geh mal vielleicht der Reihe nach dran und zerlegen das ganze Thema einfach mal. Also, wir müssten einmal unterscheiden, was ist das für ein Bestand? Wir haben super oft, dass das aktuelle Bauten, Neubauten, KfW, 55, 40, 45, also alle modernen Bauten, die unterm KfW 55 Standard sind, die sind echt prädestiniert für Schimmel. Diese Objekte sind halt so gebaut, dass die wirklich die äußere Hülle dicht, extrem, also die ist wirklich dicht. So, hier wird immer nur externe Luft zugeführt, maschinell. Wenn Luft abgeführt wird, das heißt also, wenn ich zum Beispiel beim Herd die Abzugshaube einschalte oder zum Beispiel im WC oder Bad so ein Lüfter angeht, das sind die einzigen Momente, wo von außen extra maschinell Luft hinzugeführt wird. Sonst passiert im Objekt überhaupt keine Zirkulation, nichts, gar nichts. In den Bauten haben wir echt total unvorhergesehene Probleme mit Schimmel. In Wohnungen, aber auch in total vielen Nebenräumen. Wir haben Keller, die uns verschimmeln, weil einfach die Luft steht. Ganze Golfbags kannst du nachher wegschmeißen, weil die komplett nachher verschimmelt sind. Lederjacken, Ledercouch und sowas, die kannst du alle nachher nur eine Tonne kloppen. Da ist das Einfachste, dass wir dafür sorgen, dass die Luft zirkuliert. In dem Fall gehen wir halt hin und wir bauen gerne Aktivlüfter in die Fenster mit ein. Oder oft sind es ja auch nur solche Plastikscheiben. Und wir sorgen, dass im Luftraum noch ein bisschen dafür zirkuliert. Das ist eigentlich fast immer oder eigentlich immer die Lösung dafür, dass das mit abgestellt ist. Aber das betrifft jetzt, oder dieser Bereich, den ich jetzt gerade erwähnt habe, das betrifft wirklich nur Neubauten, also oder heißt Neubauten. KfW 55 Standard ist, glaube ich, so seit 2014, 15, also das heißt, Bauten alle so bis 12, 13, 14. Der klassische Schimmelfall ist aber eigentlich ein ganz anderer. Und zwar haben wir den ganz gerne überall. Unabhängig von Alter, Zustand, Pflegezustand der Immobilie. Das ist der zweite Part. Der ist deutlich spannender, weil da kannst du deutlich viel mehr tun. Und vor allem ist das auch nicht auch das Thema, was euch am meisten interessiert. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Das eine ist die baulichen Probleme. Das heißt, du hast Wassereintritt, ist klar. Wenn Dach undicht ist, dann brauche ich nicht wundern, dass da drunter in der Wohnung Schimmel entsteht und ich glaube, leuchtet jedem ein. Dann haben wir das klassische Thema Kältebrücken. Das heißt, wenn kalte und warme Stellen aufeinandertreffen, das ist immer so ein Punkt, wo sowas entstehen kann. Die klassische Kältebrücke, die kennt ihr alle. Das ist quasi, man hat bis zu den 80er Jahren, teilweise 90er rein, hat man die Geschossdecke in einem durchgegossen. Das heißt, ich habe eine Stahlbetondecke,
Die habe ich seit dem Nachkrieg, also sprich so ja, 50er, Anfang 50er Jahre, also typische Nachkriegsbauten. Ab dem Zeitraum habe ich Stahlgeschossdecken. Ich habe dann dabei, wenn ich einen Balkon habe, in einem Stück die Bodenplatte durchgegossen oder die Geschossdecke durchgegossen. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Balkon habe und es ist Winter, minus 10 Grad, windig, der Wind steht auch noch drauf, dann habe ich vorne an der Deckenplatte oder Geschossdecke habe ich minus 20 Grad, durchaus. In dem, wenn ich jetzt die Platte weiterverfolge, das ist jetzt die Spitze von dem Balkon, dann ist der Balkon, sagen wir mal, 2 Meter tief. Danach kommt die Außenhülle, also das Mauerwerk. Danach kommt in der Regel mein Wohnraum. Und oft ist direkt unterm Fenster ein Heizkörper. Das heißt, dieser Heizkörper beheizt jetzt in dem Fall die Wohnung oder diesen Raum. Ich habe also von außen minus 20 Grad auf dieser Geschossdecke und innen drin habe ich meine Heizung. So, ist meine klassische Kältebrücke, die habe ich in jedem Objekt. Es fällt nur nicht auf, aufgrund der Konstruktion, weil der Heizkörper in der Regel genau an der Stelle ist, wo diese Kältebrücken sind und da die meiste Wärme abgibt. Deswegen ist das ein Thema, was zumindest, wenn das Objekt beheizt wird, nicht auffällt. So, das wäre so ein ja, klassischer Fall dabei. Ne? Spannend wird es aber dabei, wenn ich nicht diese zwei klassischen Punkte habe, sprich Kältebrücken oder bauliche Mängel. Das ist aber ganz ehrlich gesagt aus meiner Erfahrung auch zu mindestens 99% der Grund ist Lüftungsverhalten. Klar, jetzt sagen natürlich alle Mieter, sagen, ja, du bist ja gefangen, du bist ja der Vermieter, du vertrittst den Vermieter und du bist ja der böse Investor und so weiter. Natürlich, klar. Und natürlich sagt dann der Mieter, ist immer Objekt ist schuld, genau wie der Vermieter immer sagt, es ist Lüfterverhalten vom Mieter schuld. Ne? Klar. Jetzt aber das außen vor. Ich meine, ich kann es in der Regel auch ziemlich genau belegen, dafür braucht man auch echt nicht viel. Deswegen das Thema Schimmel kriegt man ziemlich, ziemlich schnell in den Griff. Es ist so, wenn Schimmel gemeldet wird, dann frage ich mich immer als erstes, ist es eine neue Meldung? Das heißt, ist es eine Meldung, die ich jetzt das erste Mal habe? Wenn ja, dann prüfe ich, was ist passiert? Ist es ein neuer Mieter? Ist es vielleicht eine neue Jahreszeit? Vielleicht ist es ein Mieter, der schon ein Jahr drin wohnt, aber das erste Mal der Winter oder die Heizungsperiode anfängt? Also ich check erstmal, was gibt es für Änderungen? Also was ist das, was ist daran passiert? Warum gab es das letztes Jahr nicht und vorletztes Jahr und vorvorletztes Jahr nicht? Ne? Ist vielleicht am Objekt was kaputt? Also auch das kann natürlich passieren. Ich meine, ein Dachziegel kann beim letzten Sturm verrückt sein. Es hat keiner gemerkt, weil Wasser sucht sich seinen Weg. Wasser braucht auch seine Zeit, bis es vielleicht im Erdgeschoss ankommt. Also das heißt, immer wenn ich eine Meldung kriege, ist das Erste, was ich prüfe, was ist anders? Wenn ich diesen Punkt habe, dann ist es oft das Problem, dass ich keinen baulichen Mängel habe. Das heißt, dann ist für mich erstmal klar, Indizien zeigen Richtung Lüftungsverhalten und Mieter. Was wir dann ganz gerne tun, wir besprechen mit dem Mieter das richtige Lüften. Richtiges Lüften, dafür haben wir eine Broschüre. Wenn du die Haus- und Grundverträge zum Beispiel benutzt, da ist auch immer noch mal so eine Anlage dabei, ich glaube zwei Seiten oder so, oder eine Seite, richtige Lüften. Das heißt Stoßlüften, Querlüften, wie lange. Das unbedingt vor dem Mieter besprechen. Wobei, jeder Mieter sagt dir, ich lüfte genau richtig und das kann nicht daran liegen und ich habe hier immer gelüftet und alles super, alles tutti. Wenn ich 100 Fälle habe, sind das mindestens 90 bis 92, sind das immer, immer. Daher, ich würde zur Kenntnis nehmen, ich würde darauf hinweisen, dass es trotzdem mal durchliest und nochmal trotzdem bespricht und vielleicht nochmal so ein bisschen ernst nimmt. So, dann kommt das Thema, ich lasse mir den Schimmel zeigen. Was total einfach ist, ist zu gucken, wo ist der Schimmel? Also mit wo meine ich, du hast ja in der Regel ein Mauerwerk. Auf dem Mauerwerk hast du von innen eine Tapete geklebt. Die ist auch wahrscheinlich auch gestrichen. So, ich lasse mir zeigen, ist der Schimmel oberflächlich? Also sprich, ist der auf der Seite des Wohnraums auf der Tapete? Dann bin ich schon mal nicht mehr zu 92% sicher, sondern zu 99,x% sicher, dass wir wieder beim Mieter- und Lüftungsverhalten sind. Weil sollte das Problem bauseitsbedingt sein, würde sich der Schimmel hinter der Tapete sammeln und sich dann durchdrücken. Das heißt, in dem Fall gehe ich hin,
ich entferne ein Stück Tapete, ich gucke, wische es einmal ab und sehe dann, ist es vor der Tapete, also ist es in Richtung des Wohnraums oder ist es Richtung des Mauerwerks. Damit habe ich Indiz Nummer 2. Was noch ganz gut funktioniert, weil hier bist du immer noch in der Diskussion und ich weiß, Mieter, wie gesagt, per se sagen ja, du bist gefangen in einem Lager, du bist natürlich parteiisch und so weiter. Die glauben per se erstmal nicht. Daher kommt dann Trick Nummer 3. Geräte. Messgeräte. Du kannst mit den Leuten diskutieren, wie du willst. Wenn du Messgeräte hinstellst, sagst, pass auf, das sind geeichte Geräte mit Normen, dann gibt es keine Diskussion mehr. Das Thema hat sich in Luft aufgelöst. Es ist weg. So, ich habe dafür 2 Geräte. Es ist keine Magie. Du kaufst dir ganz einfach, ich packe den Link drauf oder guck bei Amazon selber nach. Letztendlich packe ich nichts anderes an der Amazon-Suche. Einmal ein feuchtes Messgerät. Davon gibt es verschiedene. Von diesen Messgeräten nimmst du am besten einen mit einer silbernen Kugel am Kopf. Ich verlinke die Suche einfach bei Amazon einfach unten rein. Dann kannst du aber draufklicken. Die Geräte kosten, lass mich nicht lügen, die fangen so bei 60, 70, 80 Euro an. Profigeräte gehen auch bis 300, 400 hoch. Aber um das nachzustellen, reicht ein Gerät, was in der Kategorie von 80 bis 100 Euro durchaus erschwinglich ist. Was macht dieses Gerät? Dieser Kugelkopf, also wichtig ist, dass du diese mit der Kugelkopf nimmst, weil der Kugelkopf, der misst hinter der Kugel 3 bis 7 cm, je nachdem, welche Preisklasse du kaufst, weil das ist der Unterschied im Preis, misst er also im Mauerwerk, misst er, wie die Feuchtigkeit im Mauerwerk ist, ohne Bauteilsöffnung. Das heißt, ich muss nichts aufkloppen, ich muss nichts aufspitzen. Du hältst das Gerät an die Wand und er misst dann, je nachdem, was das für ein Gerät ist, 3 bis 7 cm tief, wie hoch die Feuchtigkeit an der Stelle im Mauerwerk ist. Kurz noch eine kurze Erklärung, warum das mit dem Kugelkopf sein soll. Es gibt auch welche, die haben 2 solche Spitzen. Dann muss man das ins Mauerwerk reindrücken und der leitet Strom durch, aber der macht es ziemlich oberflächlich. Also der geht nicht so tief da rein. Die sind gut zur Trocknung, wenn ich die Oberflächenfeuchtigkeit messen muss. Aber wie gesagt, meine Empfehlung ist, kauft die mit dem Kopf, mit diesem Kugelkopf, Metallkopf, also so ein Alukopf ist das da drauf. Die Dinger sind super. So, die haben immer so eine Bedienungsanleitung und da sind irgendwelche, die haben eine Anzeige drauf, die haben irgendwelche Digits, die anzeigen und es gibt auf der Packung oder an der Beilage gibt es immer so eine Tabelle, wo dann steht, bei welchem Untergrund, wie viele Digits trocken, feucht und nass sind. Es ist nämlich so, dass Mauerwerk per se durchaus mal ein bisschen feuchter haben kann. Wenn du irgendwas Metallisches da erwischt direkt dahinter, dann zeigt er auch was an. Also von daher, es ist nicht so, dass so ein Wert direkt 0 sein muss. In der Regel haben wir eine Skala von 0 bis 100 und man sagt so, ab 80 ist die Wand nass. Darunter von 60 oder teilweise 40 bis 50, 60 ist dann Indiz. Ab 60 aufwärts musst du auf jeden Fall hingucken und alles darunter ist nichts. So, dieses Gerät besorgst du dir, nimmst du mit zum Termin. Ich führe das immer mal vor. Ich halte das Gerät einmal kurz an meinen Arm, an meinen Unterarm und zeige ihm dann, dass es, wenn es Feuchtigkeit spürt, also sprich mein Blut basiert ja auf, oder ist Wasser drin, dann zeigt er direkt halt Vollausschlag, 100 Digits an oder je nachdem, was das Gerät hat. Es gibt auch welche, die machen 160, andere bis 200. Also auf jeden Fall, er zeigt dir einen sehr hohen Digitwert. Dann zeige ich ihm, guck mal hier, ich habe Feuchtigkeit in meinem Blut. So, dann zeige ich ihm, keine Ahnung, am liebige Stelle, wo es kein Schimmelproblem gibt, dann zeige ich ihm, guck mal hier an der Mauer, da zeigt er an, keine Ahnung, 20, sage ich jetzt einfach mal, 15, 17, einen Wert X. Dann machst du das an der zweiten Stelle nochmal, an der dritten Stelle. Dann hat er verstanden, okay, feucht oder halt nass ist gleich 100, 150, trocken ist gleich 20. Und dann sagst du, okay, zeig mir genau die Stelle, wo der Schimmel ist. Und dann messen wir das zusammen und du guckst mit drauf, bitte. So, damit belegst du schwarz auf weiß mit einem Messgerät innerhalb von Sekunden, wie feucht oder wie trocken das Mauerwerk ist. Bäm, Punkt erledigt. Ne? Das ist sowas von sicher, dass das Ding durch ist. Wenn du jetzt ganz sicher gehen willst, da haben wir auch eine Lösung für. Tipp Nummer 4. Es gibt nicht noch Leute und Mieter, die über die Werte diskutieren, die das anzweifeln und so weiter.
haben wir alles schon erlebt, haben wir. Ich habe uns das Gefühl, dass wir exklusiv nur solche Mieter haben und solche Klientele haben, die immer über was diskutieren und so weiter. Aber Trick Nummer 4, und damit kriegst du die alle sofort erledigt, alle Punkte sind damit K.O. Ein Luftfeuchtigkeitsmessgerät ist auch Hygrometer, ist das Stichwort oder das, die genaue Bezeichnung. Das ist ein Gerät, das misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Es gibt da welche, die können sehr viel mehr. Ich verlinke dir auch was dazu. Wir haben da super coole Geräte, in dem Fall von pearl.de. Ich glaube, die kaufen im Dreierpack für 20 Euro oder 30 Euro. Leg mich nicht drauf fest. Es ist überschaubar. Das ist alles. Also du bist mit 100 Euro, hast die beiden Geräte zusammen gekauft und damit erledigt sich jedes Schimmelproblem von alleine. Also natürlich nicht von alleine, das ist Lüftungsverhalten, aber damit kannst du dem Mieter aufzeigen, dass das Problem bei ihm in deinem Lüftungsverhalten ist. So, bei diesen Hygrometern ist ganz wichtig, dass du welche kaufst, die einmal eine Historie auch anzeigen. Das heißt, das Gerät soll nicht nur anzeigen, was du jetzt just in time für eine Luftfeuchtigkeit hast, sondern es soll auch speichern, was das vor einer Stunde war, was das vor einem Tag war und was das vielleicht vor einer Woche war. Das ist auch dann der Preisunterschied. Es gibt Geräte, die speichern, glaube ich, bis zu einem Jahr. Es gibt welche, die können sich per Bluetooth, kannst du die auslesen. Also es gibt da wirklich verschiedene Kategorien. Oft reicht es. Also es hängt sehr vom Mieter an und davon, wie der sowas versteht. Wenn du Mieter hast, der einfach kein technisches Verständnis hat und der das einfach nicht verstehen kann, dann ist halt durch ein Gerät gut, wo du halt absolute Nachweise führen kannst. Also sprich, am besten ein Gerät, was aufzeichnet, was am besten revisionssicher aufzeichnet, was auch nicht gelöscht werden kann. Da komme ich gleich noch zu. Da gibt es auch noch zwei, drei Special-Griffe. In der Regel reichen aber die Geräte für keine 10 Euro oder für einen 10er oder sowas, bis damit reicht alle mal aus. Die speichern in der Regel eine Woche. Die haben oft auch eine Anzeige, auch so ein Alarm, dann blinken die rot oder die piepen. Die haben halt so eine Skala grün, gelb und rot, also Ampelsystem. Auf den ersten Blick weiß jeder Laie, der sich niemals beschäftigt hat, wie viel Prozent eine Luftfeuchtigkeit sein sollte, weiß sofort, oh, ich habe zu viel, ich habe zu wenig, ich habe einen grünen Bereich. Ne? Reicht alle mal aus. Und dieses Gerät stellst du den betroffenen Raum und sagst so, bitte tu mir einen Gefallen und guck da regelmäßig drauf. Weiß nicht, vielleicht am Anfang, jede Stunde. Später, oder du hast sehr oft, sehr schnell raus, dass das Gerät oft im roten Bereich ist und der Grund ist dafür die Luftfeuchtigkeit, die zu hoch ist. Das ist wirklich sehr, sehr einfach und schnell damit erklärt. Was vielleicht noch dabei hilft, ist, wenn du Mieter erklärst, wie Schimmel entsteht oder beziehungsweise wie das mit der Luftfeuchtigkeit sich verhält. Es ist ja so, wir atmen Luft aus. Man sagt, dass man, glaube ich, in der Nacht bis zu 3 Liter Luft allein durch seine Atemluft oder Feuchtigkeit, Wasser verdampft und ausdünstet aus seinem Körper. So, diese Luft wird von, oder diese Feuchtigkeit wird von Luft aufgenommen und transportiert. Jetzt ist es so, dass sich die warme Luft erwärmt, nach oben steigt, oben an der Decke abkühlt, wieder runterfällt, dann wieder erwärmt wird und sich quasi so die Luft zirkuliert. Die Feuchtigkeit, diese setzt sich immer an der kältesten Stelle des Raumes nieder. Das ist meistens in den Ecken, Fußleisten, Fensterleibungen, hinter Schränken, wo die Luft nicht zirkulieren kann. Also immer da, wo Luft schlecht hinkommt und möglichst tief ist, weil, wie gesagt, Wärme steigt nach oben, also sprich, kalte Luft ist unten, Wärmeluft ist in der Regel eher oben. Daran erkennst du auch in der Regel auch schon am Schadensbild oder an dem Schimmelbild, wo sich die befindet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass es halt Lüfterverhalten ist. So, dieses Gerät stellst du in den Hygrometer, stellst du in den betroffenen Raum, lässt den regelmäßig drauf gucken und es ist oft so, dass ich am nächsten Tag anrufe und sage, und, hast du mal gecheckt? Und er sagt, ja, rot, rot, rot. Ne? Dann sagst du, okay, jetzt weißt du, was du tun hast. Immer wenn er rot ist, machst du Lüften, das heißt Fenster auf, bis das Ding auf grün ist. Und das machst du so lange, bis du deinen Rhythmus gefunden hast. Ne? Am Anfang zicken die rum, was oft als K.O.-Argument hilft, wenn die rumziehen und diskutieren wollen, dann sagst du, pass auf, du beschädigst gerade aktiv fremdes Eigentum. Du machst dich unter Umständen sogar schadensersatzpflichtig.
Ist dir das klar? Du beschädigst nämlich das Eigentum vom Fremden dadurch, dass du dein Lüftungsverhalten nicht konform anpasst. Ne? Damit, also das ist immer K.O.-Kriterium. Ne? Das ist immer so das, womit du alle Leute erschlagen kannst. Aber natürlich ist auch ganz gut zu argumentieren, dass du sagst, pass auf, möchtest du den Schimmel leben? Du verursachst das selber. Möchtest du, dass du eventuell irgendwelche Atemwegserkrankungen davon kriegst, weil du nicht in der Lage bist, ein Fenster für 10 Minuten am Tag zu öffnen? Oder wie auch immer. Also oft ist so der Selbsterhalttrieb, das ist so ein Punkt, mit dem kriegt man die Leute ganz gut. Es gibt Leute, denen reicht das immer noch nicht aus. Da holst du den Hammer raus und sagst, pass auf, du beschädigst gerade fremdes Eigentum. Wie könnte ich das denn abmahnen? Wenn es immer noch nicht geheilt ist, kann ich das denn kündigen? Willst du das? Muss so weit kommen? Und so weiter und so fort. Ne? Kosten natürlich, Schimmelbeseitigung und so weiter. Kosten ist immer so ein Argument, was eigentlich immer sehr gut zieht. Damit hat man, also, ja, das ist aber die, das ist wirklich dann, wo du grätschen musst. Also wirklich, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, ne? Das ist natürlich nicht der, womit man ein Gespräch anfängt. Das ist dann, wenn du merkst, okay, ich komme nicht weiter und der sieht es nicht ein, der will es nicht einsehen. Das ist dann da, wo du sagst, okay, ne? Das ist quasi die Blutgrätsche, ne? So, wenn das nicht ausreicht, wenn du damit nicht klarkommst, es gibt auch Hygrometer. Wir haben auch schon einmal einen Fall gehabt, es gibt halt immer Mieter, ja, wie soll ich sagen, deren bester Freund ist der Mieterschutzbund und die sind gegen alles und der böse Eigentümer und so weiter und die wollen ein Gerät nicht aufstellen und keine Ahnung was und dann ist die Batterie leer und dann geht das nicht, ist runtergefallen und so weiter und so fort. Da gibt es ein geiles Ding für und zwar ist es ja so, die Geräte, die wir verteilen, wie gesagt, das sind 10-Euro-Geräte, 12-Euro-Geräte, die kosten nicht viel, erfüllen den Zweck, aber die können damit auch foppen, weil das Gerät ist ja mobil. Er kann es ja auch, keine Ahnung, ein Treppenhaus rausstellen oder was weiß ich wo, in den Raum, der nicht betroffen ist. Kann sagen, guck mal hier, ne, ich habe alles hier safe und so weiter. So, es gibt ein cooles Ding, das ist folgendes am Fenstergriff. Du baust den Fenstergriff aus und das Gerät wird unter dem Fenstergriff eingebaut. Und dann kommen da Blindschrauben drauf, das heißt, du kannst gar nicht abschrauben. Zumindest nicht so, dass er keine Spuren hinterlässt. Also natürlich geht es aber mit Gewalt dann ab, das heißt, er würde Spuren hinterlassen. Das Gerät hat eine Speicherkarte eingebaut. Ich glaube, der speichert, glaube ich, 2 Jahre lang alle Werte. Und was dabei noch super ist, dadurch, dass dieses Gerät an dem Fenstergriff ist, kennt er die Position des Fenstergriffs. Das heißt, er kann auch genau sagen, ich habe jetzt gerade, weiß nicht, ich sage jetzt einfach mal 60% Luftfeuchtigkeit. Danach wurde der Griff in die Mittelstellung geführt, also sprich, das Fenster wurde ganz geöffnet. Dann sehe ich sofort direkt den Abfall oder sowas. Also das heißt, das Ding ist einmal zum einen sicher, dass es auch an dem Ort ist, wo du das vermutest. Und das Zweite ist, durch die Position des Fenstergriffs kann ich auch jedes Mal sagen, ich kann sofort... Ich kann mir so einen Export ziehen, das Ding kann nach Excel exportieren und sorry, ich kann sofort ihm sagen, guck mal hier, du hast das Fenster für 10 Minuten auf Kipp gemacht, es hat sofort die Luftfeuchtigkeit geändert, ich sag mal 20% runter oder sowas. Ne? Das ist so das Ding, womit du im schlimmsten Fall agieren musst. Diese Dinge kosten so 170 bis 200 Euro oder sowas, kann ich dir auch gerne verlinken, aber wirklich, das ist... Worst Case, also weil das Ding muss eingebaut werden, das ist, kommt unter den Fenstergriff rein, also das ist, ich weiß nicht, ich meine, Einbau ist nicht schwer, Fenstergriffe sind mit 2 Schrauben nur festgemacht, ne? Aber das ist halt aufwendiger. Das ist halt auch da der letzte Punkt, also wirklich dann, wenn du so einen Mieter hast, der, ja, signifikant alles wert und auch dich versucht noch irgendwie reinzulegen. Ja, das ist so meine Gedanken erstmal zu Schimmel. Wenn du diese Wege, ganz einfach durchgehst, mach eine Checkliste. Wie gesagt, mach eine Checkliste. Das erste ist, den Mieter informieren. Das heißt, richtiges Lüften ihm zur Verfügung stellen, ihm bestätigen lassen, dass er es gelesen hat und verstanden hat. Zweite ist, persönlich mal besprechen, lüftet er richtig. Dritte ist, du gehst hin, guckst, wo kommt der Schimmel her, sprich, auf der Tapete, unter der Tapete. Dann besorgst du die Messgeräte, die ich hier gesagt habe. Die verlinke ich dir nochmal. Guck in die Shownotes, beziehungsweise in die Kommentare unten rein. Danach kommst du notfalls mit Messgerät dabei, das heißt, du misst die Feuchtigkeit im Mauerwerk und du hast ein Hygrometer, womit die Feuchtigkeit in der Luft misst. Damit ist eigentlich, aber wirklich, also wir haben noch keinen Fall gehabt, den wir nicht klären konnten. Also wenn da was schief läuft, dann weiß ich nicht, dann hast du den extremsten Mieter, den wir noch nicht oder zum Glück noch nicht kennengelernt haben oder sowas. Oder es ist da wirklich ein baulicher Mangel, da musst du halt wirklich gucken, weil es ist ganz klar,
für Baumangel kann der Mieter nichts und dafür haftet der Eigentümer oder der Vermieter natürlich in voller Höhe. Also das ist natürlich klar. Und wie gesagt, Schimmel ist wie gesagt, nicht nur optisch fies, sondern der kann auch echt ja, fiese Krankheiten verbreiten. Es ist nicht sichtbar, diese Schimmelsporen. Ist, glaube ich, auch sehr, sehr blöd, wenn man Kinder im Haushalt und so weiter. Also von daher, wenn natürlich bauliches Ding da für sorgt, dass da Schimmel entsteht, dann natürlich ist der Ball natürlich sofort bei dir und den musst du aufgreifen. Ja, man möchte natürlich nicht jemanden irgendwie gesundheitlich schädigen oder einen Schaden zuführen. Und zum anderen, wie bei allen Bauschäden oder Mängeln im Objekt, je länger du wartest, es wird nicht besser. Es wird immer teurer, der Schaden wird größer. Das heißt also, es ist daher aus beiden Perspektiven dringendes Handeln, umgehendes Handeln. Ist da sofort notwendig und klar. Aber wie gesagt, in der Regel gibt es eine Veränderung, such die Veränderung und dann geh halt, wir haben die Checkliste einfach durch, geh die Punkte durch, dann hast du es in der Regel ziemlich, ziemlich safe. Und damit ist eigentlich das Thema Schimmel, ja, komplett durch. Wenn du Fragen hast, in die Kommentare damit, stell mir alle Fragen dazu, Unklarheiten. Ich hoffe, diese Tipps, die ich dir gegeben habe, helfen dir weiter. Und helfen dafür, dass du mit deinem Mieter besser klarkommst und Schimmel ein Ex-Thema, also sprich der Vergangenheit, angehört. Ansonsten, ja, was immer super ist, gib mir 5 Sterne. Also wenn du sagst, das ist ein Mehrwert für dich gewesen ist, dann finde ich es nur fair, wenn du dafür 5 Sterne gibst oder einen Daumen nach oben gibst oder ein Like. Und natürlich gerne teilen an die, wo du weißt, die können das... ja, diese Idee vielleicht mal aufgreifen, die würde ich weiterbringen und es würde dir noch Mehrwert geben. Von daher, es freut mich, wenn du das teilst, wenn du mir eine Bewertung dafür gibst, am liebsten natürlich 5 Sterne, 4 Sterne haben eigentlich keinen Wert bei iTunes oder bei Apple Podcasts heißt er mittlerweile und bei Facebook natürlich gerne einen Daumen hoch, bei YouTube auch den Daumen hoch und schön, dass du zugehört hast und freu dich auf die nächste Folge. Ich hoffe, dir hat die heutige Podcast-Folge gefallen. Weitere Hinweise und Links findest du auch unter www.irgendwasmitimmobilien.de. Hast du Fragen? Dann schreib es jetzt in die Kommentare. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung von dir. Abonnier den Podcast und hör auch wieder in die nächste Folge rein, wenn es wieder um irgendwas mit Immobilien geht. Dein Christian Gottschling.